Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, es gibt Reformen, da sagt man im Nachgang, das war jetzt nicht so der Knüller. Die Föderalismusreform von 2006, das sage ich auch selbstkritisch, ist ein Paradebeispiel für solch einen Fehlgriff. Um die Gesetzgebung zu beschleunigen, vereinbarte man damals gegen den Rat der SPD-Bildungsexperten im Bundestag, der Bundesrat solle auf einen Teil seiner Mitspracherechten verzichten. Und quasi als Entschädigung bekamen die Länder das Monopol in der Bildungspolitik. Heute, über 10 Jahre später, ist die Liste der großen offenen Fragen im Bildungsbereich lang. Wie wird unser Bildungssystem durchlässiger? Wie schaffen wir die massive Herausforderung der Inklusion? Wer saniert die Schulen? Und wer bringt sie ins digitale Zeitalter? Wie gelingt die Integration der Geflüchteten? Fast immer müssen unsere Länder die Antworten auf die großen Herausforderungen im Bildungsbereich alleine suchen, und zwar jeder für sich. Wie fruchtbar eine Kooperation von Bund und Ländern in der Bildungspolitik sein kann, hat sich zuletzt unter Gerhard Schröder gezeigt. Damals hat die SPD-geführte Bundesregierung das Ganztagsschulprogramm ins Leben gerufen, was zu einem enormen Ausbau der Ganztagsschulen geführt hat. Heute wäre dies nicht möglich. Und quasi als Gegenprogramm dazu stehen die heutigen einzelnen Maßnahmen des Bundes, mit denen er den Ländern unter die Arme greift. Sie sind entweder kaum spürbar, wie bei den aktuell angekündigten Sanierungsmitteln, oder zu umständlich einzusetzen, wie bei den BUT-Mitteln. Und auch der letzte Vorschuss der Bildungsministerin Wanka, mit der sie vollmundig die Stärkung der digitalen Bildung versprach, erweist sich als eine reine Luftnummer. Finanzminister Schäuble hält es für viel wichtiger, den Etat des Verteidigungsministeriums zu stärken und streicht dafür die Ausgaben des Bildungsministeriums. Wir müssen daher feststellen, das Kooperationsverbot stellt die Grundlage dar, auf der sich der Bund aus der gemeinsamen Verantwortung für die Bildung unserer Kinder rausziehen kann. Und das sollen wir einfach nicht zulassen, meine Damen und Herren. Wir müssen diesen Fehler korrigieren. Und laut Umfragen wissen wir dabei über 90% der Bevölkerung hinter uns. Ganz zu schweigen von der überwältigenden Mehrheit der Fachwelt. Einzig und allein einzelne Landesfürsten, zum Beispiel aus Bayern und Baden-Württemberg, sehen es kritisch. Deren Befürchtungen gehen allerdings an der Realität vorbei. Es geht bei der Aufhebung des Kooperationsverbots nicht darum, den Einfluss der Länder bei der Bildungspolitik zu beschneiden. Schließlich kennen Länder und Kommunen den Bedarf vor Ort meist am besten. Natürlich geht es um Geld, aber anders als Frau Bentele behauptet, nicht hauptsächlich. Es geht darum, dass Bund und Länder gemeinsam Verantwortung für die Bildungspolitik übernehmen. Natürlich wird es heißen, dass der Bund mitgestalten will, das soll er aber auch. An vielen Stellen kann er zum Beispiel die Rolle eines Integrators übernehmen und Länder dazu drängen, sich besser abzustimmen, Reformen zu prüfen und sich auf Standards zu einigen. Der jüngste Beschluss von Bund und Ländern zum Länderfinanzausgleich bietet eine Grundlage, mit der der Bund künftig in kommunale Bildungseinrichtungen investieren kann. Damit ist der Weg frei, eine nationale Bildungsallianz zu schmieden und kann als Vorstoß in Richtung der Abschaffung des Kooperationsverbots gesehen werden. Daher begrüßen wir als Koalition die aktuell im Bundestag geführte Debatte. Wir stärken sie mit unserer Bundesratsinitiative und schauen ansonsten frohen Mutes in Richtung der Bundestagswahlen im Herbst. Da werden die Karten bekanntlich neu gemischt. Vielen Dank.